Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ja, heute mal mit anderer Frisur, wie ihr seht. Darum habe ich so ein leichtes Mondgesicht. Und zwar wollte ich euch gerne teilhaben lassen an einer kleinen Diskussion, die ich gestern hatte. Und zwar ging es darum, dass ich einen alten Bekannten wieder getroffen habe und dem halt berichtet habe, dass ich noch immer Altenpflege mache und bla und blubs und blubber. Und es dann zu einer Aussage kam, die einigen Diskussionsstoff produziert hat. Und ich dachte, die Argumente, die dabei zu Vorschein zutage kamen, die würde ich euch gerne mal nennen. Ich finde das Thema nämlich eigentlich ein wirklich interessantes Thema. Ich habe da noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht, weil ich einfach generell pro Altenpflege bin, natürlich. Aber ja, das ist ein Thema, das würde ich gerne mit euch besprechen. Und zwar geht es heute um die Schattenseiten der Altenpflege. Ja, in Bezug darauf ging es halt um Negativargumente des Bekannten. Die interessantesten, aussagekräftigsten habe ich mir rausgesucht, aufgeschrieben und die erzähle ich euch jetzt mal. Und zwar ist das erste Negativargument definitiv, was ich sehr oft schon gehört habe und was auch gestern im Gespräch als allererstes wiederkam, ist das Thema Arbeitszeit. Ja, da ist als erstes mal zu nennen das Drei-Schicht-Verfahren, also Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Dann kann es teilweise passieren, dass man in Zwischendienste rutscht. Das ist ein Thema, was immer noch negativ behaftet ist, aufgrund der nicht legalen, aber immer wieder durchgeführten sogenannten Schaukeldienste. Das bedeutet halt, man geht zur Arbeit, man geht zu einem Spätdienst und hat am nächsten Morgen aber schon wieder Frühdienst. Das heißt, man arbeitet gegebenenfalls wie bei uns bis 8:30, ist dann, sagen wir mal, um 8:45 zu Hause und muss aber am nächsten Tag um 6 Uhr schon wieder auf der Matte stehen. So, und das ist natürlich mit der Ruhezeit nicht in Einklang zu bringen. Und trotzdem wird es immer wieder, immer noch gemacht. Werden Dienste so geplant? Das ist nicht in Ordnung. Man hat einen Schichtwechsel. Das ist so, wenn man von der Spätdienstwoche in die Frühdienstwoche switcht, zurückswitcht, dann kann das passieren. Es gibt aber Arbeitgeber und Einrichtungen, wo das die Regel ist und das ist nicht in Ordnung und das muss ich leider auch so stehen lassen. Das ist immer noch ein Problem. So, und dann ist auch ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, das Thema Urlaub. Da haben wir jetzt ein bisschen den Nenner gefunden, dass es darauf ankommt, wie groß denn letzten Endes die Einrichtung ist, in der ich arbeite. Bei sehr großen Einrichtungen ist halt das Problem, dass es sehr viele Mitarbeiter gibt und man gucken muss, wie man seinen Urlaub da irgendwie unter einen Hut kriegt. Es ist nämlich so, dass man natürlich als Fachkraft kann man auch nur mit einer Fachkraft tauschen. Ich kann also nicht als Fachkraft mit einem Praktikanten oder Pflegehelfer meinen Dienst tauschen, weil dann eben ich als Fachkraft fehle. Und selbiges gilt natürlich auch für den Urlaub. Wenn meine Fachkraftkollegin Urlaub hat, dann kann ich nicht auch Urlaub nehmen, weil dann eben gleich zwei Fachkräfte fehlen. Das funktioniert so nicht. Und wenn man dann Kinder hat, schulpflichtige Kinder beispielsweise, die dann auch, wo man gucken muss, wann und wie sind die Ferien und wie fährt man in Urlaub und wie kriegt mein Mann oder meine Frau Urlaub, dann kann das zu wirklichem Problem führen. Ein ganz häufiger Grund ist auch, dass gesagt wird, man darf keine 3 Wochen am Stück Urlaub nehmen. Das geht leider nicht aus organisationstechnischen Gründen. Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil Urlaub ist Urlaub. Und wenn ich meinen Urlaub 3 Wochen haben möchte, dann möchte ich meinen Urlaub auch gefälligst 3 Wochen kriegen. Ja, das ist natürlich wieder jetzt abhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Als Elternteil mit schulpflichtigen Kindern wird man natürlich ein bisschen bevorzugt. Dennoch kann das einfach zu Problemen führen und natürlich ist das ein Argument. Da kann man auch jetzt nicht sagen, nee, das stimmt alles nicht. Doch, das ist einfach so, natürlich.
Ein weiterer negativer Punkt zum Thema Schichtdienst, der nicht in unserem Gespräch vorkam, der mir aber immer im Kopf ist und ich den hier auch ansprechen möchte, ist natürlich ganz klar, dass der Schichtdienst und insbesondere der Nachtdienst extrem belastend für den menschlichen Körper, Organismus sein kann. Unter anderem kann das auch zu gesundheitlichen Problemen führen, wie Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen, Depressionen, Burnout und, und. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist so und auch das natürlich muss man berücksichtigen. Das ist kein Zuckerschlecken. So, ein weiterer negativer Punkt ist definitiv der immer größer werdende Leistungsdruck in der Pflege. Das heißt, egal was man macht, egal wie man sich anstrengt und wie gut man auch sein kann, es wird zu 1000% immer eine oder einen Kollegen geben, der sagt, ich bin aber besser, ich mache aber mehr, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Wenn man dann eine Kollegin hat, die immer sagt, ah, du kannst ja gar nichts, weil ich habe ja dies und das schon gemacht, du kriegst ja gar nichts auf die Reihe, ich habe ja schon wieder dies und das gemacht und ich bin ja so toll und ich kann das hier alles viel besser und so. Das gibt es zu 100 Millionen, 1000% in der Pflege. Also es gibt immer Kollegen, die sagen, ach, die wieder und guck mal, wie die das Bett gemacht haben. Das Bett kann man aber viel schöner machen und ich mache das so und dann sieht das aus wie im Hotel. Und guck mal, wie die Dame die Haare frisiert hat. Also es geht ja gar nicht, ich kann das ja viel runder und die Dauerwelle und so, und das stimmt zu 1000 Millionen % und da konnte ich nichts, dem konnte ich nichts entgegensetzen, wirklich gar nichts, weil es die absolute Wahrheit ist. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Ja, dann in dem Zusammenhang natürlich auch, dass es immer so ist, sobald man eine gute Fachkraft ist, ein guter Pflegehelfer ist, dann ist man der Arsch. So ist es einfach. Also sobald man gut ist, ist man der Depp für alles. Da wird gesagt, kannst du nicht mal hier und kannst du nicht mal da und hier musst du noch und da musst du noch und oh, ich weiß das aber alle nicht und du musst mir aber helfen und kann ich dich das mal fragen und kannst du mal hier nachgucken und nur alle. Ja, aus dem eigenen Helfersyndrom eventuell oder auch aus der eigenen mangelnden Selbstbestätigung heraus, dass man einfach nicht Nein sagen kann. Das ist nicht in Ordnung einfach. Jeder hat ein gewisses Level, Limit zu erbringen. Jeder hat seine Aufgaben zu erfüllen und jeder hat ein Examen gemacht. Also die Fachkräfte, die haben halt ein Examen gemacht und jeder musste das ablegen und jeder hat da dasselbe gelernt. Und nur weil ich vielleicht faul bin oder mir unsicher bin oder was auch immer, kann ich nicht sagen, so jetzt müssen meine Kollegen alles machen. Das ist nicht in Ordnung. Aber das ist auch auf jeden Fall so, das weiß ich. Es gibt natürlich, also wenn ich mich jetzt frage, wo ich genau weiß, wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich als erstes dahin und das machen Bewohner genauso und das machen Angehörige genauso. Von denen man einfach weiß, wenn ich die anspreche, dann funktioniert das einfach und dann werden meine Wünsche umgesetzt und das nicht erst in 2 Wochen, sondern zeitnah. Und das fällt einfach natürlich insbesondere Angehörigen und Bewohnern natürlich ganz klar auf. Und dann wird man immer wieder angesprochen und die Kollegen, die einfach so Larifari sind, die zieht man dann eben da so durch und das ist unkollegial. Ja, dann natürlich das Totschlagargument, keine Zeit. Das ist das Argument schlechthin. Es gibt keine Zeit mehr für individuelle Gespräche. Es gibt generell keine Zeit mehr für großartige Individualität oder Autonomie. Das ist auch leider traurig, aber wahr. Das ist ein sehr großes Problem und natürlich ist das auch ein Argument, wie der Bekannte auch gesagt hat. Ja, du reißt dir deinen Arsch auf, du machst und tust und dies und das und letzten Endes musst du deinen Bewohnern immer sagen, habe ich jetzt keine Zeit. Oder natürlich, die Bewohner sagen das natürlich auch selber, was ich ja noch viel schlimmer finde, dass die Bewohner von sich sagen, ach ja, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder geklingelt, ich weiß ja, sie haben keine Zeit, aber das ist ja schon schrecklich, wenn der Bewohner ein schlechtes Gewissen haben muss, sein Recht, seine Pflege einzufordern, also das ist ja schrecklich, aber leider ist es eben so. Und genauso ist es natürlich auch, dass man sich überhaupt nicht als Fachkraft auf Gespräche einlassen kann, also emotional, gedanklich.
Weil wenn man neben dem Bewohner oder der Bewohnerin sitzt und die gerade mir das Herz ausschüttet und was sie nicht alle für Probleme hat und die Frau XY, die macht ja immer das Fenster wieder auf, obwohl es draußen ja so warm ist und dann muss sie das wieder zumachen und das geht die ganze Zeit so und das muss ich mir alles anhören. Aber normalerweise, generell gedanklich, bin ich schon längst zwei Zimmer weiter und überlege mir, was ich da alles machen muss. Ja, natürlich im selben Atemzug kann man dann erwähnen, natürlich die immer größer werdende Verantwortung. Das heißt, man wird für alles verantwortlich gemacht als Fachkraft. Man muss alle seine Schritte doppelt und dreifach kontrollieren. Andauernd kommt irgendwer angemeckert und warum habt ihr das so gemacht und warum ist die Tagesstruktur noch nicht geschrieben, aktualisiert und warum gibt es noch keine SIS und dies und das und jenes. So, und das ist natürlich was, was einen extrem belasten kann und auch demotivieren kann, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwas Außergewöhnliches zu machen, weil man dauerhaft eben mit der eigenen Selbstkontrolle beschäftigt ist. Oder man kontrolliert eben das, was man delegiert hat, was die Kollegen übernommen haben. Das kommt jetzt auch wieder auf die Kollegen an. Hat man zuverlässige Kräfte, dann ist es okay. Hat man aber Kräfte, die neu sind, die unerfahren sind oder einfach auch nicht motiviert, nicht engagiert, dann kann das ein richtig großes Problem werden im Arbeitsgeschäft, Alltagsgeschäft. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich immer schon als Argument genommen habe, gerne damit argumentiert habe, was die negativen Seiten der Pflege angeht. Und das ist ganz klar zu sagen, die extrem starke körperliche und aber auch psychische Belastung, die einfach in der Regel anfällt. Nicht nur, dass man einfach heben und tragen und schieben und ziehen muss, sondern einfach arbeitet man, und das muss man sich immer wieder klar machen als Außenstehender, arbeiten wir mit all den oder in all den Bereichen, mit denen kein anderer Mensch was zu tun haben möchte und dass die Aufgaben vollbringen, durchführen, planen, machen, die keiner machen will. Also ich meine, ich kann jetzt ja gerne mal auf die Straße gehen und 100 Leute fragen, wer bereit ist, die Grundversorgung und Intimpflege und Inko-Ausstattung, Wechsel, tralala, bei diversen fremden Leuten zu machen. So, und dann gibt es natürlich niemanden. Das ist natürlich, ist es auch eine Form von Belastung. Und natürlich kommt dann noch dazu, dass wir teilweise mit extrem schwerst kranken, sterbenden Menschen uns auseinandersetzen, befassen müssen und auch die Erfahrung von teilweise starken Depressionen von Bewohnern oder Äußerungen, Wunschäußerungen zu sterben und die Erinnerung an richtig schlimme, schreckliche, traumatische, frühheitliche Erfahrungen muss man aushalten und auch diese muss man als Mensch, als Pflegefachkraft, als Pflegehelfer, als Pfleger, Pflegerin aushalten und auch für sich irgendwo bearbeiten können, damit dieselbe einen nicht auf kurz oder lang kaputt machen. Also und so, und das geballt auf eine 12-Tage-Woche, 8 Stunden am Stück, mal 30 Bewohner, kommen wir jetzt zu den weiteren Punkten, die dazu gehören, wie beispielsweise übergriffige oder aggressive Bewohner, sexuelle Belästigung von Bewohnern. Damit muss man klarkommen. Das geht nicht einfach mal, oh, egal, dann kommt man nicht nach Hause und sagt, hier, Opa 90, der hat mir jeden Mal hier ohne rum, wollte der mich frisch machen. Nee, so ist das gar nicht. Das ist nämlich gar nicht lustig. Und in der Summe mit all dem, was ich gerade gesagt habe, kann das extrem belastend sein, einfach. So ist es.
So, und in demselben Atemzug, selbe Thematik, ist jetzt natürlich auch gemeint das Kollegium. Ich kann mir mein Team nicht aussuchen. Ich kann mir meine Kollegen nicht aussuchen, genauso wie meine Kollegen sich nicht mich aussuchen können. Es ist oft so, dass Teams extrem krass zusammengewürfelt werden, sei es jetzt einfach von der von den Ressourcen, von dem Wissensgrad, Wissensstand, den man für die Pflege halt mitbringt. Ergo gibt es Fachkräfte, die sehr, sehr lange dabei sind, erfahren. Und dann gibt es entgegengesetzt frisch Examinierte oder auch ganz, ganz neu in der Pflege angekommene Praktikanten, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist auch belastend. Und wenn dann noch gewisse Dinge anschaue, Weltanschauungen, Wertvorstellungen, generelle Arbeitseinstellungen, was ich selber erlebt habe. Ihr wisst, ich erzähle hier keinen Scheiß. Wenn ich euch Beispiele gebe, dann sind es auch die Beispiele, die ich wirklich selber erlebt habe, weil, wie gesagt, ich möchte hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. So. Und ein ganz tolles Beispiel ist, dass ich Kollegen hatte, die beide denselben Status hatten, die auch fast gleich lang in unserer Einrichtung gearbeitet haben. Das waren beides Pflegehelfer und sie, das Mädchen und der Herr, der Junge, wurden dann im Dienst zusammen eingeteilt als Helfer mit einer Fachkraft. Ja, und was war jetzt das Ende vom Lied? Genau, dass El Kommandante, der Herr, sich gesagt hat, nö, wieso denn? Ich bin doch ein Kerl und das, du bist doch die Frau, du bist doch das Mädchen, du musst doch hier, ich bin doch hier was wert und du nicht. Und letzten Endes ist die gerannt, hat sich die Hackenmund gerannt, hat nämlich alles gemacht, von A bis Z, hat 29 Bewohner am Abend versorgt und hat gemacht und getan, Essen verteilt, Medikamente, dies, das, jenes. Und er hat sich einfach nur, Entschuldigung, die Eier geschaukelt und hat da gesessen und hat sich für was Besseres gehalten, weil eben er meinte, ich bin hier der einzige Sohn in meiner Familie, ich kenne das so, ich werde hier behätschelt und betüdelt und wollte das auch auf der Arbeit so durchziehen. Aber natürlich spielt auch sowas, so eine Einstellung eine Rolle. Und wir arbeiten in einem extrem sozialen Beruf, wo es auch Menschen einfach gibt, die extrem auf Hilfe angewiesen sind. Und wenn ich da so ein Hiopai habe, es tut mir leid, so ein Schludrian, indem man beim Laufen die Eier rasieren kann. Also, I'm sorry. So, und jetzt haben wir noch zwei Punkte. Und zwar ist der größte Punkt natürlich, der negativ ist, Gewalt in der Pflege. Das ist ein Thema, wo ich mir, nur wenn ich jetzt Gewalt in der Pflege, könnte ich mir jetzt schon wieder die Augen ausheulen. Weil das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Ich überlege auch, habe schon häufiger überlegt, da nochmal eine Videoreihe zu machen zu meinen Erfahrungen von Gewalt in der Pflege. Naja, auf jeden Fall ist das wirklich ein großes Thema und dem steht man auch machtlos, teilweise machtlos gegenüber, weil man Sachen nicht beweisen kann, weil man Sachen mitkriegt und meldet und dann gesagt wird, ach naja, das war jetzt einmal. So ist es nun mal. Das ist sehr, sehr schlimm. Machtlosigkeit ist sowieso ein extrem belastendes Thema in der Pflege, dass man den Ärzten gegenüber beispielsweise überhaupt keine Argumentationskraft oder Grundlage hat. Die wissen einfach alles besser und das, was der Arzt sagt, ist Gesetz. Und auch wenn man Alternativen kennt und vielleicht auch Sachen besser wüsste, weil man die einfach tagtäglich umsetzen muss, damit umgehen muss, ist der Arzt nicht oftmals nicht bereit, auf irgendwas einzugehen. Dann ist genauso eine Sache die Machtlosigkeit gegenüber Angehörigen. Wenn ich manchmal sehe, was die Angehörigen mit ihren, mit unseren Bewohnern machen, fabrizieren, mein Gott, noch, also wird mir schwindelig. Da werden 104-jährige Bewohnerinnen tagtäglich aus dem Bett mobilisiert, ob die das wollen oder nicht, aber die Tochter besteht da drauf, die Mutter kommt um 12 Uhr aus dem Bett und spätestens um 11 Uhr fängt die arme Mutter an zu randalieren und heult und sagt, ich will nicht raus, ich will nicht raus. Und dann kommt die Tochter
und rastet komplett aus und sagt, warum ist meine Mutter nicht draußen? Ja, ihre Mutter hat geweint und wollte nicht nach draußen. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. Also. Bewohner werden da einfach abgestellt im Heim. Die kommen dann einmal im Jahr oder maximal kommen die dann das Zimmer wieder auszuräumen, wenn die Verstorbene, der Verstorbene aber noch im Zimmer liegt sozusagen und noch gar nicht abtransportiert wurde, räumen die schon die Möbel ab. Auch was Einsamkeit und finanzielle Vernachlässigung angeht, das sind alles sehr starke Belastungen für die Pflege. Kräfte. Das sind wirklich große Probleme in der Pflege und ich verstehe auch hinsichtlich dieser Gesichtspunkte natürlich, warum sich viele Menschen gegen die Pflege entscheiden, warum viele Menschen relativ schnell wieder aus der Pflegetätigkeit verschwinden. Das finde ich verständlich, natürlich, weil man kann alledem nicht gewachsen sein. Wenn man auf sich selber dann nicht achtet, ist es natürlich ein starkes Problem und führt dazu, dass man auch auf kurz oder lang seine eigene Gesundheit kaputt macht, seine eigene Psyche kaputt macht und das ist natürlich völlig ungesund und überhaupt nicht der richtige Weg. Und ja, das ist leider so. Ja, ihr Lieben, und mit diesen Worten, das war's schon. Ich würde jetzt gerne euch einladen, unter diesem Video mal eure Erfahrungen zu posten. Ja, ihr Lieben, ich würde mich wirklich freuen, eure Erfahrungen in den Kommentaren zu lesen. Was glaubt ihr? Was hört ihr? Habt ihr schon gehört, was es Negatives gibt in der Pflege? Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr ausschließlich für die Pflege hier seid, dann halte ich euch nochmal an. Bitte orientiert euch an den Playlists zu den Pflegethemen. Und ich verabschiede mich in den sonnigen Resttag. Wie immer von euch mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!